standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und Sledgehammer Games hat einige interessante Informationen zum Ranked Play, also zum League Play bekannt gegeben und Deserto Germany hat das Ganze in einer sehr übersichtlichen und schönen News zusammengefasst. Die News poste ich euch natürlich unten in die Beschreibung, könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen, ist auch alles auf Deutsch, wie ihr sehen könnt. Ja, zu der ganzen Geschichte, es gibt dieses Mal, oder fangen wir anders an, das Ganze startet am 9. Januar die erste Season und geht bis zum 31. Januar. Übliches System wie bei Black Ops 2 oder Call of Duty Ghosts, ihr könnt Punkte sammeln, indem ihr Matches gewinnt, oder ihr könnt natürlich auch Punkte verlieren, indem ihr Matches verliert, oder noch schlimmer, das ist was ich hasse, Leute, ich sag's euch, wenn ich einen von euch erwische, und zwar Matches einfach verlassen. Ziemlich nervige Sache, da sollte es meiner Meinung nach viel, viel mehr Punktabzüge geben, aber kann man nichts machen, ne? Ansonsten gibt es dieses Mal einiges mehr an Divisions, ganz unten wieder Bronze, Silver, Gold, dann kommt Platinum, Diamond und Master und dieses Mal gibt es auch noch die Grandmaster dazu und da sind nur die Top 100 drin. Leider weiß ich jetzt nicht auswendig, ob das die Top 100 von Europa sind oder die Top 100 der ganzen Welt, da müsste ich mich noch informieren. Ich mache mich aber schlau, ich frage mal den Activision Cloud, den Community Manager. Vielleicht weiß der das. Sobald ich eine Info habe, werde ich es mit unten in die Kommentare reinschreiben oder schreibe es natürlich mit unten in die Beschreibung, sobald ich dann eine genauere Information davon habe, wen es interessiert. Ansonsten gibt es zu den verschiedenen Divisions auch verschiedene Anzüge, verschiedene Division Gears, wie man hier sehen kann. Die sehen eigentlich alle relativ nice aus, wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist der Diamond, der gefällt mir jetzt nicht so gut, aber der Master und der Grandmaster, vor allem der Grandmaster, sehen richtig, richtig fett aus, vor allem, wenn du dann so den Grandmaster hast, rennst rum und die denken sich so, boah, krass, der hat den Grandmaster-Anzug. Und viele wissen ja, dass das nur die Top 100 haben, beziehungsweise jetzt wisst ihr es durch das Video. Und ansonsten findet ihr hier noch in dieser News die aktuellen Regeln und Einstellungen zu dem Spiel. Das Ganze ist hier abgebildet, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber hier habt ihr die General- oder die Haupteinstellungen, dann hier die einzelnen Spielmodi-Einstellungen. Hier könnt ihr sehen, welche Modis zu welchen Maps gespielt werden und dort unten seht ihr noch dann die Regeln, also welche Waffen verboten sind und so weiter, müsst ihr euch selber mal in Ruhe durchgucken. Wie gesagt, die News findet ihr unten in der Beschreibung. Und als kleiner Tipp noch für Anfänger bzw. für Leute, die sich vorgenommen haben, mit Competitive anzufangen. League Play ist echt eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Ich finde eigentlich richtig cool, dass das gibt, dass Call of Duty, Activision oder wie auch immer das Ganze da macht, weil ihr könnt dort, wie gesagt, einfach mal reinschnuppern. Ihr spielt dort nach den E-Sport-Regeln, habt zwar meistens sehr, sehr starke Gegner, also meiner Meinung nach viel, viel stärkere Gegner als im Public. Aber jeder Anfang ist hart, das wissen wir, aber wie gesagt, ihr könnt da rein schnuppern ein bisschen, könnt auch mit euren Kollegen spielen, macht eigentlich auch Spaß, vor allem ihr habt dort ein Ziel zu erreichen, ihr könnt in die Divisions aufsteigen, wieder absteigen und so weiter, macht eigentlich schon ziemlich Bock, vor allem wenn man es mit Kollegen zockt. Kann ich euch nur ans Herz legen, ist für jeden sehr, sehr gut reinzuschnuppern. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abonnieren natürlich nicht für die Leute, die es noch nicht abonniert haben, unseren Channel hier. Und dann würde ich sagen, wir hören die Tage voneinander. Bis dann. Ciao, servus, euer Shox.